Ja, willkommen zurück zu der Green Hell. Ja, es geht weiter. Ich habe noch mal einen alten Spielstand geladen gehabt, bin noch mal zurück zu meinem Lager hier gegangen und ja, da haben wir schon das nächste Problem. Ich bin jetzt zwar gesättigt, mir geht's einigermaßen gut, aber ich hatte so einen Wurmbefall und ja, wo habe ich den entfernt? Jetzt haben wir hier an der Hand, ja, eine offene Wunde. Und die müssen wir jetzt unbedingt behandeln, sonst bekommen wir Fieber. Ich hatte es echt schon getestet. Wir können ja auch keine Zeit vergeuden. Also wir können jetzt nicht schlafen und warten, dass das Fieber einsetzt und vorbeigeht. Das funktioniert nicht. Wir sterben vorher. Wir brauchen jetzt unbedingt diese Pflanze, um uns einen Verband herzustellen. Ja, wir können ja noch mal ganz kurz schauen, wie die Pflanze aussah. Vielleicht finden wir es im Dunkeln. Wir müssen die auf jeden Fall finden, sonst war es das. So, Ausschlag haben wir nicht. Kratzerschramme, das haben wir. So, ein Verband schützt die Wunde. Wir brauchen einen Verband. Und einen Verband stellen wir her. Molinaria. Ja, das ist eine Pflanze mit so einer kleinen gelben Blüte unten dran. Die müssen wir jetzt finden. So, wir gucken mal, was sagt die Uhr? Uhr sagt. Ja, kurz vor Tagesanbruch, das ist okay. So, jetzt bloß hier noch die Klippe runterstürzen, hier das Bein brechen. Wenn wir schon hier im Dunkel laufen, warten. Ich nehme die mal mit. Da habt ihr ja geschrieben in den Kommentaren, das wollen wir mal testen, ob man die aufs Feuer packen kann. Tomaten haben ja eigentlich wirklich gut Proteine oder Eiweiß. Aber so wie sie sind, können wir sie nicht essen. Habe ich alles schon versucht. Das bekommt uns nicht. So eine Kröte haben wir auch noch gehabt. Ja, und wir gucken mal ganz kurz ins Inventar. Ich habe noch ein bisschen Wasserschweinfleisch gekocht dabei. Bringt 68 Proteine. Ara-Fleisch verdorben. Das schmeißen wir gleich weg. Hier haben wir den Frosch. Hier habe ich noch ein paar Pfeile hergestellt. Kohlehammer, trockenes Blatt, also für Zunder. Können wir auch sofort wieder ein Feuerchen machen, wenn uns danach ist. Okay, ja, wir gehen mal wieder rüber. Da ist unser Steg. Und laufen mal diese Richtung und schauen, ob wir da so eine Pflanze finden. Sehr schön. Es wird langsam hell. Jetzt sehen wir was. Jetzt hier Blick nach unten auf den Boden gesenkt. Nach gelben Blüten Ausschau halten. Ach, guckt mal. Traumhaft, oder? Ja, wichtig ist vor allem, ich habe das zum Anfang nicht gemacht. Wir müssen das Tagebuch viel mehr nutzen. Ja, haben wir sie. Sehr, sehr schön. Da haben wir eine Schlange. Okay, drei Blätter haben wir. Das ist eine Schlange. Pass mal auf, die versuchen wir jetzt mal mit dem Speer hier zu erwischen. Ah, ist sie tot? Klapperschlange sammeln. Ja, was ich sagen wollte, ich habe zum Anfang wirklich drauf losgespielt, habe mir das Tagebuch gar nicht so richtig angeschaut. Das war ein großer Fehler.
Und ja, man kommt sehr schnell an seine Grenzen, weil man hier ja wirklich Survival machen muss. Muss Nahrung suchen, muss sich verteidigen, hat hier mit Kratzern, mit Egeln und anderen Krankheiten zu tun. Oh, schade. Da haben wir so kurz geworfen. Aber versuchen wir es wert. Wir haben noch eine kleine Maus. So, komm, wir brauchen einen Verband. Herstellen. Ein Blatt, ein Verband. Das wäre super. Ja, die Fla. Da oben. Ich sehe gerade das Schwein hier. Warte mal, ich glaube, das wartet. Wir verbinden uns erstmal. Hier am Arm haben wir den Kratzer. Da. So, Verband. Band drum. Okay, sehr schön. Das haben wir geschafft. Jetzt gucken wir, wo das Wasserschwein hin ist. Das holen wir uns auch noch. Kommt's. Jo. Oh ja. Heute läuft's wirklich. Heute läuft's. Da haben wir Fleisch im Gepäck. Uns geht's wieder super gut. Kein Platz im Rucksack. Was haben wir hier liegen lassen? Knochen. Fallen lassen. Ich weiß auch momentan gar nicht, was ich mit den Knochen bauen sollte. Hier 18 Federn. Ich lasse auch mal auf Federn fallen. Kein Mensch braucht so viel Federn, außer für einen Kopfschmuck. So, Fischgräten. Die sind auch wichtig, falls wir wieder einen Wurm haben. Damit holen wir dann den Wurm raus. Das heißt, wir gehen mal zurück. Da hat man nämlich noch eine Fischfalle, ob wir noch einen Fisch drin haben. Ja, super. Hier haben wir noch gleich noch ein paar Pilze, die sind essbar. Das haben wir schon rausgefunden. Die bringen Kohlenhydrate. Nehmen wir mit. Ja, was ich auch super, super gut gelöst bei dem Spiel finde, das ist nach jedem Neuladen sind die Pflanzen Spawns, die sind halt woanders. Also man findet die jetzt nicht immer wieder an der gleichen Stelle. Man kann jetzt nicht sagen, okay, jetzt habe ich da was gefunden, lade neu, renn dahin und hol mir dann diese Pflanze. Das muss nicht immer klappen. Es kann klappen, muss aber nicht. So, wartet mal, Fischfalle, die war hier unten. Da. Sieht so aus, ja klar. Haben wir noch Piranha drin. Und den werden wir jetzt mal zerteilen. So, jetzt haben wir 5 Fischgräten und Piranha-Fleisch. Dann haben wir noch einen Frosch. Nehmen wir gleich auseinander. Gibt dann lecker Froschschenkel. Knochen, ach komm. Weg damit, ich brauche sie nicht. Wenn ihr wisst, wozu Knochen sind, ich weiß es noch nicht. Finden wir bestimmt mal später raus, aber momentan nicht. Eine Larve haben wir hier. So eine Larve kann man essen. Ich nehme sie erstmal mit. Trinken. Hier haben wir ganz viele Kokosnussschalen, die hatte ich schon mal hergeschmissen. Alle mit Wasser gefüllt. Jo, perfekt. Bräuchten wir noch ein paar Proteine? Ne, Kohlenhydrate, also Pilze essen. Aber wisst ihr, was wir bauen können hier? Wir kommen ja irgendwie immer wieder an diese Stelle. Dieses
Trockengestell oder Räuchergestell. Das haben wir ja da drüben entdeckt gehabt. Und das, was dort stand, ich konnte es nicht nutzen. Da kann man anscheinend Feuer drunter bauen, aber das hat nicht geklappt. Ich weiß es nicht, ob man da ein Feuer drunter machen muss. Aber ich denke mal schon, sonst räuchert das ja nicht. Bambusstock. Ach, okay. Können wir ja nicht. Hier gibt es keinen Bambus. Bambus gibt es da drüben. Gehen wir darüber. So, guck mal. Eingeborene? Keine da. Ja, würde ich sagen, komm, das bauen wir gleich hier unten am Strand auf, gegenüber von dem Anleger. Brauchen wir 14 Bambusstöcke, 6 Seile, Bananenblatt, 5 Bananenblätter. Eieiei. Brauchen wir echt viel. Ja, langer Bambusstock. Gut. Das hier ist Bambus. Ui, was haben wir denn da abgehackt? Blätter. Schön gemacht. Erst die Rinde, dann ein Loch. Bambus scheint. Bambus, hallo? Wo ist denn jetzt der lange Bambusstock? Ich dachte, der kam jetzt hier raus. Nee, Moment, nicht herstellen. Wartet mal, Bambusstock. So, ist das hier ein Bambusstock? Diese dünnen Bäume? Ja, wir lernen noch. Bambusscheide, verdammt. Brauchen diese lang? 4 Stück brauchen wir. Ich muss halt mal oben am Lager gucken. Da lagen auf jeden Fall welche. Ja, die haben hier diese großen Bäume gefällt. Das meine ich. Hier ist dieses Trockengestell. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen hier ein Feuer drunter machen, um zu räuchern, da haben wir zwar hier so einen Punkt, der snappt, aber das bleibt halt rot. Aber wir können das zum Beispiel hier her setzen. Da hatte ich es hingesetzt. Aber hier drunter geht's nicht. Obwohl das dahin snappt. Bambusscheit. Bambusstock. Die nehmen wir gleich mal mit. Ist ein Bambusscheit, ist das ein langer Stock? Gleich wissen. Wir hätten es einfach mal probieren sollen. Aber so konnte ich euch gleich mal zeigen, dass das da oben mit diesem Feuer nicht funktioniert hat. Und wenn wir das jetzt fertig gebaut haben, dann schauen wir, ob das hier mit einem neuen. Nee. Das ist nicht dasselbe. Langer Bambus stockt. Moment, jetzt gehen wir mal hier gucken. Bambus. Ist doch Bambus. Na, na, na.
Hier haben wir sie. Ah, diese kleinen sind die Stöcke. Sehr schön. Läuft. Ja, mit kleinen Hindernissen, aber so ist das. Ein Spiel Neues, aber wir wissen uns jetzt zu helfen. Moment, was sagt überhaupt die Uhr? Muss ein bisschen Fleisch essen. Kurz vor Mittag. Gut. Sagen, Mittagbrot. Hier haben wir Wasserschweinfleisch gekocht. Das gibt wieder neue Energie. So, Bambusstock. Hammer. Jetzt brauchen wir noch mehr Bambusstöcke. Kleine Bambusstöcke. Nicht herstellen. Sammeln wollen wir die. Bambusstock gibt das sehr schön. Ihr habt ja gesehen, da lag auch dieser Kadaver neben uns. So. Und was brauchen wir jetzt? Bambusstock haben wir. Sechs Seile. Haben wir. Bananenblätter. Bananenblätter. Mal kurz die zwei Stöcke noch aufheben. Da drüben gibt es auf jeden Fall Bananenblätter, würde ich sagen. Das suchen wir hier erst gar nicht weiter, da gehen wir gleich darüber. Ist das hier ein Bananenbaum? Seht ihr? Bananen gibt es ja auch noch, haben wir ja vergammelte Bananen, haben wir schon gefunden, aber ich habe noch keine. Keine am Baum gesehen. Oh Mann, müssen wir jetzt wirklich fünfmal bis darüber gehen? Wegen dieser Bananenblätter. Sieht fast so aus. Hier haben wir eine Bananenpflanze. Da haben wir auch diese trockenen Blätter. So. Gleich mal hier auf die trockenen Blätter stürzen. Das nehmen wir unser Feueranzünder. Habe ich auch lange gebraucht, da ich das kapiert habe. Guck mal. Jetzt müssen wir wegen jedem Bananenblatt darüber rennen. Juhu, Nummer 1. So, Zunder noch mitgenommen. Okay. So, dann schleppe ich mal hier die fünf Blätter noch rüber. Moment. Was ist denn los? Was haben wir denn hier? Hier ein Egel. Wir haben noch mehr. Oh. Ah, die kommen durch das Wasser. Da müssen wir echt aufpassen, dass wir das sofort mitbekommen. Ziehen uns hier nämlich ordentlich Energie weg. Ja.
Wo hängen wir denn da bloß immer fest? Bin echt gespannt, ob das hier funktioniert. Diesem Räuchergestell. Da ist eigentlich rum wie numm. Wir hätten das jetzt auch auf der Seite bauen können. Dann hätte ich halt diese langen Bambus Stöcker hier rüber holen können müssen. Aber wir haben es gleich geschafft. Und ich sag mal, so gut wie es heute läuft, so gut lief es schon lange nicht. Wir haben jetzt echt lange hier unseren Lebenbalken voll. Wir haben jetzt fast einen kompletten Tag durchgemacht. Wir sind immer noch mit Energie versorgt. Also jetzt haben wir es langsam raus, wie wir hier länger überleben. Und dann können wir auch wirklich bald hier die langen Erkundungen starten. Und wenn wir jetzt vielleicht noch Trockenfleisch bekommen, dann hält uns hier nichts mehr auf. Dann wird erkundet. So, jetzt bin ich echt gespannt. Fertig. So, jetzt. Feuer. Guckt, es geht. Wir brauchen Stecker. Brauchen Stecker. Die holen wir hier drüben. Ich weiß nicht, ob das Bambus funktioniert. Es sollte funktionieren, aber ich weiß es nicht. Wir haben Palmblätter. Langstock. Kleiner Stock. Kleine Stöcke brauchen wir natürlich auch. Können wir auch das Feuer ordentlich nachlegen damit. Können wir mal mitnehmen. Eigentlich mitnehmen. Wieso hatten. Ach so, die müssen wir schälen. Dann tut er die erst in den Rucksack packen. So, jetzt können wir sie mitnehmen. Holzscheit. Kein Platz mehr für Stecker. Ja, Anzünder haben wir. Wir haben noch einen. Und wie heißt es hier zum Feuer machen? Ein Werkzeug. Oh ne, guckt mal, jetzt sitzt der da vorne. Muss das sein? Wieso, das nervt mich jetzt ein bisschen. Wir tun den mal. Nee, pass mal auf. Ich gehe mal speichern. Und dann wird geräuchert. Wenn der mich jetzt angreift, wird. Bekommen wir eine Verletzung? Und ja, dadurch sterben wir. Da wäre jetzt die ganze Folge für die Katze, unsere ganze Arbeit für die Katze. Von daher war eben gespeichert. Jetzt machen wir hier ein Feuer.
Alles geschafft. Energie war fast alle. So, wir haben jetzt hier Wasserschweinfleisch. Das packen wir oben drauf. Bisschen höher. Haben wir drei Stück, okay. Dann haben wir noch Ara-Fleisch und Piranha-Fleisch und vorher noch Klapperschlange. So, hier haben wir noch die Maden. Tun die mal ins Feuer. So, die Maden sind durch. Effekte unbekannt. Los. Wir essen Maden. No, bad idea. Essen Maden gekocht, 5 Proteine und geistige Gesundheit ging runter. Also, ich glaube, Maden bringt nichts. So, wir brauchen Wasser und Kohlenhydrate. So, wichtig ist, hier unten ist Fleisch war gerade fertig. Das müssen wir dann noch rausnehmen. Sonst wird es schwarz. Piranha-Fleisch gekocht. Sehr schön. Verfällt in einem Tag 23 Stunden. Wasserschweinfleisch, das müssen wir noch braten. Klapperschlange noch. Und hier haben wir noch eine Larve, die bringt 8 Proteine. Die behalten wir. Gut, würde ich mal sagen, der Grill läuft. Wir sehen, die Zeit läuft ab. Das dauert hier noch extrem lang, bis das geräuchert ist. Aber dann schauen wir einfach mal, wie lange sich das hält. Interessiert mich schon mal. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Macht's gut.